Guten Abend, Sie fahren nach Köblitz Kraftwerk und dort holen Sie die leeren Kohlewagen und bringen sie nach Bad Rinkenburg. Sie müssen noch warten, da Ihnen noch eine RB vorausfährt. Gute Fahrt. Ja, damit Servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt im Train Simulator Classic auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dann rüsten wir doch mal die Lok auf. Ich sehe eine RB schon vor uns fahren. So, dann glaube ich, dürfen wir Abfahrt bereits mit unserer 160-9. Kann ja gerne mal jemand nachschauen, ob wir wieder mit einem Kochtopf unterwegs sind. Dann gehen wir schon davon aus. Dann müssen wir schauen, wenn die RB vor uns fährt. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen Zeit lassen, weil hinten nach der Unterführung. Hui! 111er! Kleine S-Bahn. So. Ich glaube, dass nach der Unterführung wird das Signal dann noch falsch stehen. Jetzt kommt ein Vorsignal vorbeikämmend. Dass wir da über einen unerwarteten 500er drüber bügeln. Mal ein bisschen langsam fahren. Weit weg hin oder 500, dann muss ich da, da vorne ist er. Keine bösen Überraschungen, ich schätze mir, die RB steht vorne wieder im Bahnhof. Schauen wir mal. Ah ja, 6 das Halt, weil die RB noch da ist. Merkst du, das ist der 500er schon. Und schon geht's weiter. Dann befreien wir uns da mal gemütlich. Oder auch nicht. Einmal 1000, das geht ja nicht. Gut, einmal bis in der 85 überholen, da macht sie nichts. Von der 65 gefahren.
wieso geht das befreien? Und da war der Tausender an, ist Dummvogel. Gut, die 60er können wir aufhören. So, jetzt ist der auch aus. Kübelz Kraftwerk anhalten, kübeln Sie an. Unterwegs die Strecke im Köblitzer Bergland. Unterwegs in einer Aufgabe von 103 TF. Unterwegs mit 151er und 151-160-9. Vermutlich schon wieder in einem Kochtopf. Langsamfahrt halt erwarten und wenn wir doch mal. Darf ich ja nicht, Entschuldigung. Wenn man auf der Streckenfahrt und gerade an Skifahrt, dann darf ich ja die Lokbremse nicht hernehmen. Ja. Langsamfahrt, Langsamfahrt. Nein, Fahrt mit Langsamfahrt erwarten. Ja, was jetzt hier da, Mensch? Sieht noch mal im Steuerwagen aus, der das haben, oder? Jetzt haben wir wahrscheinlich genau wieder die berühmten 10 km zu schnell dran, oder? War ja klar. Hey, nein, tu das schon wieder. Ich freue mich schon wieder auf den ersten Hashtag Rasa. Schauen wir mal, wer der schnellste ist. Lucky Luke. Der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Einmal Lonesome Cowboy. Jolly Jumper mit dem Randtamplan. Der Quasimodo. Ding, ding, ding.
die Glocke. Wenn ich unterwegs bin, dann muss ich gerne die Lokbremse und darf es nicht. Da stängern sie unsere Schnuckis, gehen wir schweiger voraus, dass das unser Zug sein wird. Ja, aber der ist leer. Ist es eigentlich egal bei so Pfeiftopfen mit welchem? Also wenn man eine Lok hat, die ein hohes und ein tiefes Makro hat, mit welchem man dann Signal gibt oder... Wenn ich einen TFs mal wieder fragen auf Stream. Oder vielleicht schreibt es einer drunter. Die Weiche, oder die Fahrstraße liegt. Weiche ist umgestellt. Köblitz Kraftwerk 2. So passt es. Machen wir kurz einen Schubs geben. Ein Güterschubs, ei, der war schlecht. Entschuldigung. Ah, der war schlecht. Das ist ein bisschen schnell, ja. Und Knuffelwufski. Da kuppelt man doch da mal an. Nun geht es nach Bad Rinkenburg. Ihr V-Max ist 100 km. Gute Fahrt. Ja, vielen Dank dafür. So. Vorwärts. Stellen wir uns dem auf PZ, auf Indusi, auf die mittlere Zugordnung und dann tickert mal los. Zugschlusstafeln haben wir diesmal auf alle Fälle dran. Ja.
Brennt die olympische, ja, die olympische Fahne, das olympische Feuer brennt auch noch. Doppelmakro zur Sicherheit. Bei der Ausfahrt sollte alles passen, nochmal langsam fort erwarten. Der Ausstieg lässt man dann schieren, schauen wir da mal. So, dann gehen wir mal in die Bergauffahrt. Dann werden wir jetzt den Strom noch ein bisschen umquetschen. Schön knapp dran gebaut. Drahhänger 700, also Lokgewicht 118 Tonnen, Zugmasse 716 Tonnen, Länge 347 Meter. Also haben wir, wenn wir jetzt bei 716, 718 Tonnen haben und ziehen wir das ab, bei 600 Tonnen lassen wir da hinten Drahhänger haben. B für Trinkenburg. Im Speedometer, dass wir nicht über die 40 kommen. Den Bahnhof durch. Wieder haben wir 103 Schnucki vorbei. Ah, ein paar Interligas dran, ja. Mit oder ohne Verpflegung? Schaut ohne aus. Na, ah, da haben wir ja. Das kleine Kaffee mit Drahhänger, sehr schön. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Danke für den Ohrwurm. Schon mal 14, dann haben wir einen Schwung rein. Müssen wir doch beide Schussstrecken jetzt durch. EL aus und da kommt das EL ein. Zick, der Hauptchat wieder mehr. Gut, bei dem Schnucki kommen wir mit 600 Ampere vertrocknet das Ding. 800 Ampere sogar. Gut, Streckenkenntnis, wir wissen eh, dass wir jetzt nicht allzu schnell unterwegs sein brauchen, weil davon genau wieder die 80 kommen. Also ziehen wir mal kurz durch auf die 100 und dann lassen wir wieder ausrollen.
Du musst unter 95 bleiben bei dem Prüfabschnitt, weil dann kriegen wir keine Überwachung. Streckenkenntnis. Der nächste Kochtopf. Das schreiben jetzt unter 85 Kim. Ja, jetzt lassen wir jetzt auslaufen, oder bremsen wir jetzt nicht. Wo Bremsschüchchen sprungen. OMSI Gebrauchtbushandel. Ihr sagt, man fährt so oft auf der Strecke, das habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Mir ist mir auch noch nicht aufgefallen vorher. Graffiti, weil die Kunden, die ein Kunstwerk durchs Gelände ziehen. Was sagt uns das Geld? Wir brauchen Kohle. Ja, diese Duschen wahrscheinlich so vom Camping bei uns. Das sind Pferde. Ich dachte nicht, so eine Weide war es mit Kühen oder was, ob das gerade vom. Na naja, gut, Luftkurort. Ja, ich glaube was. Die Brücke überbrückt das Tal auch schön, gell? Zweistellig, also brauchen wir normal nicht bestätigen. Das ist auch so klar, ein Fies ohne Streckenkenntnis bis da, ja. Ein kleiner Wackeldackel da, ey. Unser Sechsachser. Ich kann eine Umfrage machen, wie viele Sechsachser gibt es denn? Was haben wir denn als für 6 Achsen?
Schreibt doch mal rein in die Kommentare. Mit einer davon die drei erfüllen. Ah, jetzt können wir wieder unsere Schmusebärchen dann vorbei, ja? Unserem romantischen Paar. Never ending love story. Mensch, da müssen wir was, wo ihr Telefonnummer schon mal gekriegt hat. Das ist schon ein Date vereinbart haben die zwei. Die Schmierfinken müssen wir mal erwischen. Ne? Der hat Strohballen gemacht. Also Blöcke. Keine Rundlinge. Thema sag jetzt mal nix. Da stehen natürlich unsere zwei, gell? Unser Liebespärchen. Aber vielleicht sind sie schon, was mit denen, gell? Vielleicht. Jetzt haben die zwei verheiratet oder was und seine Frau, die gerade heimkommt. Und der fragt es gerade. Ja, was zum Abendessen gibt, man weiß es nicht. 1928. Hätte auch durchgeschaut, wie lange das noch Dienst hat, gell? Oder sie sollen schnell die Brotzeit bringen für. Ein kleiner Mitternachtssnack. Über den Hügel. Schaut man da mal gemütlich die Leistung ab. Knuffel den Hauptschalter daraus. Fahren den Stromabnehmer runter. Ich glaube zwar nicht, dass die Fahrmotorlüfter ohne. Na gut, die dann die Batterien wahrscheinlich leer nuckeln, oder? Und da geht es schon ziemlich eng durch sonst. Okay, weiter. Dann ganz ruhig am Ober.
Und jetzt haben wir so einen Bad Rinkenburger Hauptbahnhof durch. Dann biegen wir dann links ab und fahren wir dann rechts in den Rangierbahnhof runter. Also wir müssen auf dem dritten Gleis jetzt dann vorbeikommen, rauskommen hier. Schöne Runde auf die 40. Rechts rüber, wenn wir dann links um die Kurve mal fahren können, damit es wieder rechts nach unten geht. Das ist jetzt eine Rechts-Links-Rechts-Kombination. Das ist ziemlich mintlastig, da ist hier. Ja. Einen zweiten Teil aus der Ausgabe, einen zweiten Teil der Aufgabe waren. Dass man Bad Rinkenburg noch die Strecke abfährt. Da lag doch ein Magnet, gell? Ich hab's gerade nicht mehr. Perfektus, da ist er. Nein, da wollte ich nicht hin. So. Hier haben Sie Dienstschluss, ab hier übernimmt ein Kollege den Zug. Ja, ich sag danke fürs Zugucken, auch für die Fahrt hat euch Spaß gemacht. Wünsche euch alles Liebe und Gute. Über einen netten Kommentar und Däumchen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Alles Liebe und Gute, I'm Maverick. Fürt euch!